Sind schon im ersten Spiel. Ich habe vergessen, auf Start zu drücken. So. Josef Zenz, ein sehr, sehr ordentlicher, sehr guter Skatspieler. Den anderen kenne ich nicht. Überspiel mit Amelosch hat auch nicht funktioniert. Was ist das jetzt mal? So ein Spiel auf einmal gar nicht so schlecht, ne? Ohne Trumpfvolle. Trumpf lang, Karo 10 lang. Karo 10 lang. So. Mal verzögern. Ich komme auch jetzt aber hin. Ich hoffe, wir kriegen nichts mehr. Aber den Gang ist ja jetzt los. Schön Kreuz spielen. Mittelhand 18. Ja, sind es nicht, aber wahrscheinlich wieder Kreuzspiel haben. Krank sind wir. Wow. Wir stechen trotzdem, spielen Karo 10, mal gucken. Naja, jetzt versuchen wir uns mal zusammenzureißen. Bei weg, weg gehen wir rein. Wenn sich einer bewegt, passen wir. Ja, gut. Machen wir mal von 19 und Herz auf. Also mal 7 Zähne Kreuz zu schlagen. Okay. Schlagen wir sogar noch. Naja, was noch hinbekommen. Komplizierte Karte. Ungerne, wir sagen 18. Jetzt wissen wir auch, warum ungerne. Ja, 14 Stück und Pikspiel. Das könnte kompliziert werden. Okay, das ist fast besser, als wenn Herz Ass rauskommt, oder? Ich lege trotzdem die 10. Hat sich gut entwickelt, irgendwie das Spiel. Glück gehabt, abermals.
Bis jetzt habe ich in den ganzen Listen, die ich hier eigentlich bis jetzt gespielt habe, eigentlich eher Glück gehabt als Pech. Mal gucken, ob er 18 hält. Für 18 wollen wir natürlich kein Spiel verlieren, wenn wir rankommen. Kommen wir nicht. Nicht. Drei Jungs und nichts. Ich denke, bei einer Mannschaft werden wir diszipliniert folgen. Fehlt die Fantasie für Kreuz-Bindekarten? Ja. Eigentlich ist Herz 7 besser, wahrscheinlich. Josef? Josef? Hatte mir schon Sorgen gemacht. Ich hatte Angst, Pik 10 vorzuspielen. Dabei eigentlich alles klar war. Ach so, 9 Mittelhand. Trotzdem. Also, er ist auf jeden Fall nicht unoffensiv, was es das Wort überhaupt gibt. Ich reiz den 0. Ihr wisst ja, ich reiz so gerne mal. Kann ja auch mal nur noch wer werden, wenn es mal passend liegen, deswegen. So, er sagt 18. Und ich komme für 0 ran. Ja, was machen wir? Pik, aber ist ein Doppel. Kann nicht verkehrt sein. In den meisten Fällen zumindest. Okay, 18, 22. 26. Code hätten wir nicht gefunden. Schon wieder ein neuer Ansatz. Karo-Bindekarte. Komm, auf eine Karo. -Binde. 19, Bube 3 aus. Nebst zwei passende irgendwo. Grenzwertig. Rausgekommen. Auch nicht so schlecht gefunden. Der Josef. Ich hätte wieder mal nicht so gut gefunden.
Kreuz Ass gepasst hat, aber was habe ich jetzt mehr aus? Glaube ich, schöner Ansatz. Falsches Ass zwar, aber das spielt jetzt keine Rolle. Jetzt haben wir den Pik Hand, gucken wir mal rein. Dann ist Farbe 35, 36. Kreuz mit 2 müssen wir rausnehmen, aber was machen wir jetzt? Ich gucke rein, auf jeden Fall. Oh, Pik 10 Augen wäre schon gewonnen gewesen. Ich habe doch erst. Oh Mann, warum bin ich so unkonzentriert? 20 gedrückt. 49 habe ich. Ich brauche ein Kreuzbild. So, der hat hier noch Karo 7 hat er abgeworfen. Eigentlich müsste das doch so passen, wenn ich so rummache. Ich kriege kein Bild. Was ist mit Herz Dame? Ist noch draußen. Jetzt kriege ich Kreuz da. Ja, auf 63. Ja, alles gut. Puh. In dem Fall war Kreuz Dame jetzt sowieso blank, aber diesen Pik-Stich uns noch zu sichern. Was machen wir jetzt? Ach, wir passen einfach. Ja, man kann eine 18 sagen mit der Karte. Keine Frage. Mit der Karte kann man auch theoretisch 18 sagen. Jetzt waren wir mal konsequent. Ja, nichts mehr gehabt. Ja, aus dem Scheißhaus im Hotel geworden, 3 Spiele vorher. Ich weiß nicht, 20 halten wir oder nicht. Ach, wir lassen es einfach. Im Mannschaftswettbewerb. Also hätte ich das jetzt nicht hinbekommen. Ja, ich bin jetzt in 10 frei selber.
Ja, Ali hat gesagt, den hat er noch nie verloren. Aber bestimmt hat er den schon mal verloren. Wir spielen jetzt trotzdem. Ich glaube, der Martin würde sagen, das ist eine Bombe. Aber Bomben bedeuten leider noch, das ist der schönste Aufschlag ever. 30. Noch Schneider. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, der stand schon sehr, sehr schlecht, aber Herz Lunge lag drin. Deswegen war alles komplett unwichtig. Aber der stand wirklich unangenehm. Die haben den voll erwischt. Und schon kann so ein Spiel mal kompliziert werden. Einunddreißig, 46, 59 plus gedrückte, 61 haben wir, hat der Landspieler jetzt plus gedrückte. Aha, und da ist er schwarz. Jawohl. Option. Ja, ich hoffe, einer weiß. Wenn keiner weiß, ist das kompliziert. Ich bin überdurchschnittliches Beachspiel vielleicht ohne Reizung. So, jetzt sollte keiner Kreuz ohne 33, das wäre sehr unangenehm. Das ist nicht unangenehm für mich. Karo 10 ist sehr schön. Da kommt schon Herz Ass. Jetzt muss er schon 15 im Cheat fallen. Ja, 10 jetzt zu spielen, obwohl nur noch der König draußen ist, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Nice. So, Pik König. Jetzt haben wir vielleicht eine Schneiderschance. Richtige Piken spielen. Ich spiele die 7. Oh, Scheiße. Bei Pik 9 da wäre das okay gewesen. Nicht ganz sicher. So. Was ist hier eigentlich los? Sind schon Ergebnisse gekommen? Ich habe keine Was? Keiner schickt Ergebnisse, das kann ich. Ah, da kommen sie schon. Und
Menze. Spiel 19, 8 zu 0, 841. Bild ist schlecht. Spiel 18. Oh, wenn 18 kommen, dann ist auch, weil die halten. Diesmal habe ich ja eine Null-Option. Das war nicht wie hoch die Fantasie. Oh. Den müssen wir, glaube ich, fahren. Man schaut. Interessant. Da sieht es auch okay aus. Wird den auch operiert. Er sieht hier sowieso nach einem Zweikampf aus. Ist der Ludewig. Die Mannschaft von Jan Ludewig ist gefühlt so. Oh, der Thomas steht auch gut. Okay. Also, das sieht gut aus bis jetzt. Ein guter Saisonstart sein. Erste Online-Bundesliga, erste Bundesliga, erste Online-Bundesliga-Saison von mir. Auch was Neues gibt es ja selten bei mir, dass es was Neues im Skat gibt. Jetzt kommt hier ins Kanon. Nichts. So, was sind das? Fünf Kreuzen, zwei Karos und noch drei andere Karten. Sieben, zehn Bubeln, Pik vielleicht. Ich spiele zu. Ja, geht's eigentlich.
Das dritte Mal. Kreuz, okay. Kreuz, wunderbar. Karo Blank. Das habe ich wieder nicht. Ich glaube, da wollen wir nicht drum herum kommen, das Ding zu reizen. Ja. Karotten. Karotten! Wir schneiden trotzdem auf jeden Fall. Nerven behalten. Ich spiele trotzdem Trumpf. Was? 6 und 22. Ach, 20. 28. Also, was soll man Mann, ey. So, 22. 22, der erste war Herz, Dame, Lusche. 6 haben sie auf Trumpf gebracht, Herz, Dame, Lusche. 29. Soll jetzt hier passieren? Ich weiß nicht, wie ich mich verzählt habe, aber ich habe jetzt viermal nachgezählt. Gelöst. Gegen 5 und Farbe frei. Ja. So, nach dem Spiel müssen wir auf jeden Fall mal Ergebnisse raussenden. So, Josef, führ mich. Führ mich. Führ mich nicht in Versuchung. Bauern springen. So, Karo Ass und Pik Ass sollte er auch haben. Okay, nicht. Ja, okay, das hat er auch. So, jetzt machen wir mal hier kurz den Kram. So, ein schöner Ansatz. Kann ich rangereizt. Sollte idealerweise früh ankommen. Okay. Ist fast 0, aber ich habe keine Karo 8, deswegen ist es nur ein Kreuzspiel. Wir machen trotzdem Kreuz 7 auf.
Reaching out, touching me, 32 haben sie, glaube ich, schon. Touching you. So, okay. Alle drei Farben geklärt. Doppeldusche. Ja, und dann auch gesprungen, Gott, das wäre zu gut gewesen. Ja, okay. Wir verlieren die Nerven. Wegen dem Hilfsass der blanken Herren 10 dachten wir mal, spielen wir mal. Gucken wir mal ein bisschen. Wie gereinigt, Karo. Schön. Nicht so viel, Annabelle. Meine Güte. Ich weiß nicht, ob hier ein Trumpf liegt, weil er macht sich gerade so. Karo 10. Was war denn das? Okay. Karo, was kommt 10? Wow. Ja, mit dem es gab. Wären wir wahrscheinlich auch zurechtgekommen. Okay. Vier Trumpfen, Dreierfeld. 3, 2, 1. So spielt er den Herrn 10, das ist doch wirklich nicht zu fassen. Oh Mann, 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 Mann. So unnötig, dieser Herrn 10. Gut, er hat ihn wahrscheinlich auf 6-3-1 gestellt. Kreuz Hand ohne 3, das ist auf jeden Fall 60 Stück. Hat sie überordentlich nicht. Gucken wir nein. Ja. Das ist halt ein Schwachsinn. Immer wieder. Immer wieder tut man es. Wahrscheinlich ist es auf Dauer auch richtig. Die Frage ist halt, es sind drei Bauern draußen. Ein Bauer macht einen Gang, der dann meistens schneller ist. Oder häufig. Kreuz ohne drei, ein Schneider, hoffen wir mal alles andere werden. Sehr große Überraschung. Er will weiterspielen. Er möchte diesen Stich noch. Passt, sagen wir 18, wir werden nicht rankommen. So klar. Ich denke, dass Josef zugehört hat, dass ich 18 gesagt habe. Frage ist, ob wir danach Herz Dame oder Herz 9 spielen. Herz Dame wahrscheinlich. Wir nehmen Herz Dame.
Sieht man doch richtig gewesen. Uff. Quasi der Preis gewesen. Ärgerlich. Ärgerlich. Drei Jungs und ein Ass. 27 nehmen wir wahrscheinlich raus. Oh Mann, ich schaff's nicht. Warum auch? 13 Gang. Was kriegt selten was? Ablicht auch abladen. Zack. Kreuz 10. Als Ass rein. Macht er nicht. Kreuz Ass. Jetzt aber Herz Ass rein. So, wie lösen wir das auf? Wir spielen noch ein Kreuz. Ein Herz links, rechts. Ja. Ich glaube, Herz Dame dann noch, ne? Schneideritzki, wunderbar. Ja, aus dem Scheißhaus ein Hotel geworden. Drei Jungs und nichts. Ja, ich halte trotzdem gegen einen. Ja, warum? Warum? Aber warum ist die Frage? Pik ist Trumpf aus dem Walde. 15 Stück. Kreuz aus 10. Ganz aus, das ist nicht gut. Oh, wir sind kaputt. 60. Was ist passiert in der Runde? Weiß nicht welches. Es sind und da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Es sind und bleiben 60. Nicht so selten wird. Ich verziehe mich leider nicht dran. Ah, naja. Gut. Sind auch grenzwertig. Die 18 Jahre, weil der Linke schon gepasst hatte gegen einen, dachte ich, heben wir eine gute auf. War nicht der Fall. So, dafür summt es jetzt. So, was ist hier los? Thomas noch zu null. Marco sieht auch gut aus. Allerdings sehe ich bei denen leider nicht, in welchem Spiel die sind. So, wollen wir jetzt noch einen Doppelschlag raus? Null Option mit Herz 7. Sechste Trumpf, siebte Trumpf in Kreuz. Wäre ein Traum, aber
Die meisten noch Erfindungen sind irgendwie Pik, Dame, Karo, Lusche. Ui. Ich würde mal fragen, können wir kurz mal die Plätze tauschen? Von Klang Schneider bis Krank einfach gewonnen, bis Klang Schneider jetzt so hat. So, wenn Herz kommt, schneiden wir, weil. Ja, vielleicht auch ein bisschen schnell. Vielleicht schneiden wir auch nicht, aber. Das kommt. Schauen wir mal, was für ein Herz rauskommt. Herz 9 würde ich für schneiden tendieren. Bei Herz König würde ich auch für schneiden tendieren. Bei Herz Dame weiß ich es halt nicht, ne? Wir haben gesagt, wir schneiden. Erster Gedanke. Ja. Ciao, Bella. Kann man wirklich noch verlieren, wenn der beide Asse hat? Ne? Okay, aber doch nicht. Ach Quatsch, es sind ja nur noch zwei Trumpfe draußen. Alle Trumpfe auf einer Hand. Oh. Durch den Wind, durch den Wind, durch den Wind. So, 12:05. Kreuz 18 Bube ist ein Legermann 0. Herz Ass Blank, dann Kreuz Ass, Kreuz 8 wäre die Standard zur Folge. Herz ist Trumpf, dann machen wir Standard K.O. 7. Hey, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, da liegen wir. Er spielt trotzdem K.O. König. Nicht mehr viel helfen hier bei dem Spiel. Viel, ja, 20 gedrückt sogar noch. 21. Ja. 10 zu 5. Ist auch kein prickelndes Mannschaftsergebnis auf jeden Fall. Jetzt kommt der Josef nochmal angerobbt. Naja, also wenn jetzt hier nicht noch irgendwie ein großes Wunder passiert, dann. Okay. Also gegebenenfalls würde ich schätzen, dass eventuell Hildesheim, also Josef Zenz, der spielt für Hildesheim, DSKV Bundesliga.
Was denn Herr Kindbeck hier überhaupt? Kindbeck, natürlich schon. Der hat seinen Tisch ganz gut angeführt, so auf Pikus Turm. 15, 28, wenn läuft, wenn nicht, dann müssen wir anders rumspielen. Okay, naja, dann schauen wir mal, was bei rausgekommen ist. Lieben Dank, bis dann. Tschüss.